Hallihallöchen und ein herzliches Willkommen zu Bioshock Infinite. Ja, meine Lieben, nun ist es endlich soweit. Lange musstet ihr darauf warten, doch jetzt widme ich mich dem letzten Teil der Bioshock-Reihe. Und wie ihr es bereits hier am Startbildschirm erkennen könnt, werden wir dieses Mal nicht in die Unterwasserstadt Raptures entführt, sondern gelangen auf eine Wolkenstadt. Doch, das ist das Einzige, was ich weiß und so viel kann ich euch vorwegnehmen. Alles andere, wer wir sind, warum wir da sind und so weiter, das muss ich mit euch gemeinsam erleben. Und angeblich spielt Bioshock Infinite vor der Story in Rapture, also vor dem ersten Teil, aber das sollen irgendwie ganz merkwürdige Verstrickungen sein. Also rein geschichtlich gesehen soll das davor spielen, aber irgendwie auch gleichzeitig, ich bin mir da noch nicht so ganz sicher. Also es soll eigentlich losgelöst sein von Bioshock 1 und 2, es soll so ein wirklich ganz eigener Teil sein, mit einer ganz eigenen Geschichte. Und ich werde in diesem Let's Play aber nicht nur die Hauptstory spielen, sondern wir werden uns auch den spielbaren DLCs widmen, die ich allerdings jedoch erst nach dem Hauptstory-Let's Play hinten dranhängen werde. So, ich starte direkt in das Hauptspiel. Wir spielen natürlich ein neues Spielchen. Und ich werde das Ganze auf dem Schwierigkeitsgrad normal spielen. Wer die Grundlagen des Spielens von Ego-Shootern beherrscht, ist hier genau richtig. Und ich denke, so können wir das auch lassen, denn beim letzten Bioshock 2 Titel, da war ja das leicht ein wenig zu leicht. Da habe ich ja dann auch in der Mitte umgestellt oder relativ früh am Anfang noch und habe es auf Mittel umgestellt. Und ich denke aber, schwer müssen wir uns nicht geben. Und deswegen würde ich sagen, wir spielen auf dem Schwierigkeitsgrad normal ein neues Spiel. Ich wünsche euch viel Spaß beim wahrscheinlich nachfolgenden Intro. Booker, hast du Angst vor Gott? Nein, aber vor dir. Der Geist der Testperson wird verzweifelt versuchen, Erinnerungen zu erschaffen, wo keine vorhanden sind. Grenzen der transdimensionalen Reise. 1912, Küste vor Maine. Willst du einfach bloß rumsitzen? Was soll ich sonst tun? Rumstehen? Nicht rumstehen, rudern. Rudern? Hatte ich eigentlich nicht vor. Dann erwartest du also, dass ich alles alleine mache. Nein, aber ich erwarte, dass du alleine ruderst. Und warum bitte? Es war doch deine Idee. Meine Idee? Ich habe klar gesagt, dass ich von dieser Übung nichts halte. Vom Rudern? Nein, das halte ich für eine hervorragende Übung. Was dann? Das gesamte Gedankenexperiment. Entschuldigung, wie lange noch? Wer ein Experiment startet, weiß, dass es scheitern kann. Aber man startet kein Experiment, wenn man schon weiß, dass man gescheitert ist. Nochmal zum Thema Rudern. Tu's doch einfach. Nicht übel. Sonst kommen wir nie an. Nein, ich wäre dir sehr dankbar, wenn du mir helfen würdest. Frag doch mal ihn. Er hat vermutlich ein stärkeres Interesse, dorthin zu kommen als ich. Das kann schon sein. Hat aber keinen Sinn, ihn zu fragen. Wieso? Weil er nicht rudern wird. Er wird nicht rudern? Nein, er wird nicht rudern. Ah, ich verstehe, was du meinst. Hier wären wir. So, und damit sind wir jetzt an unserem Zielort angekommen. Ein Leuchtturm und die raue See drumherum. Er bewegt sich nicht. Das kommt schon noch. Irgendwann. Vermutlich schon. Okay, ich glaube, meine Transportmenschis wollen, dass ich jetzt aussteige. Die sehen ein bisschen genervt aus. Sollen wir ihm sagen, wann wir wiederkommen? Würde das was ändern? Vielleicht ist ihm dann etwas wohler. Wenigstens darin sind wir uns einig. Hey, wartet hier jemand auf mich? Das hoffe ich doch sehr. Ein ziemlich schrecklicher Ort, um zu stranden. Vielleicht ist ja drinnen jemand. Ja, hoffentlich. Und direkt jetzt hier am Anfang des Spieles werde ich schon an Bioshock 1 erinnert, denn dort sind wir ja durch einen Flugzeugabsturz auch auf einer, ja, kleinen Insel gestrandet, wo ein Leuchtturm, wenn mich nicht alles täuscht, auch war, so weil ein riesiger Turm auf uns gewartet hat. Und hier fühle ich mich sofort wieder zu Bioshock 1 zurückversetzt. Vielleicht ist es ja derselbe Turm, nur ein paar Jahre zuvor, wer weiß das schon. Wir sind Booker DeWitt und sollen hier anscheinend jemanden treffen. Ja, unsere Leute, die uns hierher gebracht haben, setzen auch schon Kurs zurück aufs Festland, würde ich meinen. Ach, guck mal, und da können wir direkt rein, da werden wir gleich mal hingehen.
Nur ich möchte mich vorher hier noch ein bisschen umschauen, denn ich nehme ja gerne diverse Sachen mit, sei es irgendwelche Münzen oder sonst irgendetwas. So, ja, die sind weg. Die können wir jetzt nicht mehr zu uns rufen. Das heißt, wir sind auf uns allein gestellt. So, da hängt sogar ein Zettelchen. Divid, bringen Sie uns die Kleine und tilgen Sie Ihre Schuld. Das ist Ihre letzte Chance. Okay, dann mal los. Entschuldigung, ich bin Booker DeWitt. Ich glaube, Sie erwarten mich. Oder auch nicht. Also es sieht jetzt hier jetzt nicht gerade sehr einladend aus. Sind das nicht so eine, heißen die Reusefallen? Also so für Krebs und so? Ich weiß es gerade nicht. Aber es sieht hier nicht wirklich einladend meiner Meinung nach jetzt aus. Also hier scheint auch absolut niemand zu sein. Also oben vielleicht. Jedenfalls hier im unteren Bereich ist absolut niemand. Was haben wir denn hier? Eine Schüssel. Viel Glück damit, Kumpel. Ja, das heißt, so viel von den Sünden wasche ich dich rein. Also, wir wollen anscheinend nicht unsere Sünden wegwaschen. Wieso denn auch? Wer braucht das schon? Ist jemand da? Hallo? Jo, das würde mich auch mal tatsächlich interessieren. Denn es läuft hier zwar das Radio, aber ich habe bisher noch keinen Menschen gesehen. So, vielleicht ist ja jemand am Telefon. Hallo? 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 Mein Name ist Booker DeWitt. Okay, anscheinend ist da niemand am anderen Ende der Leitung. Und hier haben wir eine Landkarte von den United States of North America. Sieht aus, als wenn da jemand eine Reiseroute irgendwie festgelegt hätte. So, seien Sie vorbereitet. Er ist auf dem Weg. Sie müssen ihn aufhalten. C. Okay. Wer da auch immer C sein soll und wer da auch immer vorbereitet... Also sollen wir vorbereitet sein? Ist das eine Warnung jetzt für uns oder für den, der hier lebte? Ich bin mir nicht so ganz sicher. Oh, ein Portemonnaie ist da. Sehr schön. Ein paar Dollars haben wir jetzt auf jeden Fall bekommen. Also irgendjemand lebte ja hier. Wir haben hier ein einzelnes Bett. Wahrscheinlich mit der Bibel drauf, so wie ich das dort sehen kann. Und hier hat sich auch jemand mal was zu essen machen können. Ach, guck mal. Haferflocken und ein Kaffee. Lecker. Ein ganz alter Herd. Aber ansonsten scheint es hier nichts zu geben. Ach, guck mal da. Eieieiei. Oh weh. Das sieht mir nach Blut aus. Und mein Eindruck bestätigt sich. Ein blutiger Handabdruck. Hier scheint es einen Kampf gegeben zu haben. Oh. Oh, wei, oh, wei. Scheiße. Ach, du Heilige. Don't disappoint us. Enttäusche uns nicht. Das ist eine klare Warnung an uns anscheinend. Weil wenn wir hier erwartet werden, dann ist das sicherlich an uns die Warnung. Und die Zigarette ist noch an. Der Zigarettenstummel ist noch an. Das heißt, es war hier erst vor kurzem jemand. Und entweder soll das jetzt so heißen, so von wegen, ja, du endest genauso, wenn du uns enttäuscht. Oder einfach nur als reine Warnung, so von wegen, ja, hier, wir meinen es ernst. Ob da oben jemand ist? Ich werde mal schauen gehen. Ich muss hier echt aufpassen. Nicht, dass ich es hier mit absolut Verrückten zu tun habe. Da hinten ist das Festland. Da würde ich gern wieder hin, um ehrlich zu sein. Ah, die Glocken. Okay, die werde ich mal mir gleich ein wenig näher betrachten und in Augenschein nehmen. Erstmal werde ich hier ein bisschen was plündern. Ja, dass wir Geld bekommen, ist ja bei Bioshock ganz typisch. Da hinten ist das Festland, da kann ich aber nicht hin. Außer ich würde schwimmen, aber ich glaube, das würde eine Weile dauern. So, dann gucken wir mal. Moment mal, diese Karte. Ah, okay. Das Rätsel ist ja jetzt nun relativ leicht. Einmal. Zweimal. Zweimal. Jetzt müsste sich die Tür eigentlich öffnen. Wow. Was in aller Welt?
Dort drin scheint sich ein Mechanismus gerade zu aktivieren. Mit einer merkwürdigen Melodie irgendwie. Okay, das... Okay, ich soll mich wohl in den schicken Sessel da setzen. Ja, Booker, ich glaube, da hast du recht, aber das sieht ein bisschen merkwürdig aus. Aber na gut, was soll denn schon passieren? So, und jetzt... Mach dich bereit, Pilger. Die Gurte dienen nur der Sicherheit. Was ist denn jetzt los? Das ist nichts Gutes. Nein, 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 verdammt! Achtung! Der Aufstieg beginnt in 5, in 4, 3, 2, 1. Nein! Aufstieg! Aufstieg! Okay, Booker, ganz ruhig bleiben. 5000 Fuß. 10.000 Fuß. 15.000 Fuß. Halleluja. Wow. Was? Das ist der Wahnsinn. Und ich dachte schon, Rapture wäre hübsch. Aber das hier, die Wolkenstadt, die Stadt über den Wolken, das ist ja unglaublich. Und diese Musik dazu, wow. Vater Comstock, unser Prophet. Wer das auch immer sein soll, er scheint wichtig zu sein. Okay. Wo kommen wir denn jetzt hin? Warum sollte er den Retter zu uns schicken? Wenn er nicht selbst einen Finger, ich glaube, für unsere Erlösung erhebt... Obwohl wir seine Gnade nicht verdienen. Er führte uns in das neue Eden. Unsere letzte Chance oder eine letzte Chance für Wiedergutmachung. Wow. Finde einen Weg in die Stadt. Aber eigentlich möchte ich hier gar nicht weg. Das ist gerade so der Wahnsinn. Das hört sich an wie Amazing Grace, ist es aber, glaube ich, nicht. Und der Prophet wird die Leute oder die Menschen zu einem neuen Eden führen. Dieser Pater Comstock oder wie er hieß. Das ist anscheinend der Prophet. Aber die Musik, wow. Also der Start ist schon mal fantastisch. Sorry, bin gerade echt ein bisschen geflasht. Der Spross des Propheten. Der Spross des Propheten. Dann auch, wird auf dem Throne sitzen... Und Drown in Flame, weiß ich nicht, umgeben von Flammen oder so. Und das halt, ne? The Mountains of a Man. Also alles kann ich ja auch nicht frei übersetzen. Sieht ein bisschen aus wie Blut gerade, aber ist das, glaube ich, nicht. Welcome Center. Wow. Also, wenn ich... Entschuldigung, wo bin ich hier? Im Himmel, Freund, oder dem, was wir bis zum jüngsten Tag davon sehen. Okay, also wenn ich nicht gerne entführt werde, aber hierhin entführen...
lasse ich mich immer wieder. Solche Fragen behalte ich besser für mich, sonst fliege ich noch auf. Wow. Hammer. Also ganz ehrlich, ich bin gerade so ein bisschen geflasht. Das merkt man aber sicherlich. Wir durchsuchen hier einfach erstmal fremde Taschen. Aber wieso auch nicht, ne? Ist ja sowieso gerade gar keiner da. Sieht hier aus wie wie so Gottesanbetung. Ja gut, Prophet, ne? Ich muss zusehen, wie ich hier rauskomme. Ja, ganz ruhig. Wir nehmen erstmal alles mit, was wir finden und kriegen können. So, was steht da? And my womb shall grow the seed of the prophet. Oder the prophet in diesem Falle. Weil wahrscheinlich halt das, ich weiß nicht, was Womb heißt. Auf jeden Fall, dass die Saat des Propheten in ihn gedeihen soll. Ich möchte am liebsten gar nichts sagen. Ich möchte einfach nur diese Szene genießen gerade. Vielleicht ist es die Frau des Propheten? Voxophon. Ah, ein Audiolog. Liebe den Propheten, denn er liebt den Sünder. Liebe den Sünder, denn er ist du. Aber gäbe es keinen Sünder, wozu bräuchte man einen Erlöser? Gäbe es keine Sünde, wozu bräuchte man Vergebung? Ja, tatsächlich, das ist Lady Comstock. Ich denke mal, die Frau des Propheten. Und deswegen wird die hier auch so angebetet. Also ich kann auch echt nicht alles frei übersetzen. Worm sagt mir so echt gar nichts. Ich versuche es, soweit es geht. Weil irgendwie gibt es hier nicht direkt die Übersetzung, oder ich habe sie noch nicht gesehen, dass man sie anschalten kann, wie in Bioshock 1 und 2. Dass man einfach nur sich hier umguckt und dann eine kleine Übersetzung irgendwo bekommt. Das Lamm. Die Zukunft unserer Stadt. Hier einfach alles. Ist das so nicht eigentlich voll irgendwie, weiß ich nicht. Ja, Diebstahl ist es sowieso, aber ist das nicht irgendwie noch schlimmer, wenn man das in einer Art Kirche macht? Aber scheinbar interessiert sich überhaupt niemand für mich, deswegen kann ich hier rauben, wie ich möchte. Ich denke mal, damit ist so ein bisschen das Unschuldslamm gemeint. Das Kind, das ist ja immer, das kommt ja in der Regel unschuldig zur Welt. Und deswegen diese Unschuld des Kindes vielleicht bewahren, das ist die Zukunft hier dieser Stadt. Die wunderbar einzigartigen, unschuldigen Kinderchens. Aber jetzt werde ich erstmal weitergehen. Ich weiß, ich brauche unglaublich lange allein für den ersten Part, aber es gibt so viel zu sehen, es ist so inspirierend. Der sieht ein bisschen aus wie ein Schauspieler. Mir fällt nur gerade der Name nicht ein. Du siehst aus wie ein Schauspieler, Junge. Ich weiß nur den Namen nicht. Schwert, Schlüssel und die Rolle der Weisheit oder so. Diese Symbole hatten wir ja auch, als wir hergekommen sind. Jedes Jahr an diesem Tage erneuern wir unser Bekenntnis zu unserer Stadt und unserem Propheten Vater Comstock. Wir erneuern es durch Opfer und Danksagung und indem wir eintauchen in die süßen Wasser der Taufe. Und sehet, hätte der Prophet unsere Feinde bei Wounded Knee vernichtet und das Sodom unter uns nicht verflucht, es wäre genug gewesen. Hätte der Prophet nur das Sodom unter uns verflucht, nicht aber die drei goldenen Geschenke der Gründer angenommen, es wäre genug gewesen. Hätte der Prophet nur die drei goldenen Geschenke der Gründer angenommen und nicht für unsere Erlösung gebetet, es wäre genug gewesen. Hätte der Prophet nur für unsere Erlösung gebetet und uns nicht in dieses neue Eden geführt, es wäre genug gewesen. Hätte der Prophet uns nur in dieses neue Eden geführt und nicht die Vipern des Orients ausgelöscht, es wäre genug gewesen. Hätte der Prophet nur die Vipern des Orients ausgelöscht. Ist das ein Neuer aus dem Sodom unter uns? Angekommen in Columbia, um sich reinzuwaschen vor unserem Propheten, unseren Gründern, unserem Herrn. Ich suche nur den Weg in die Stadt. Den Weg in die Stadt.
Bruder, der einzige Weg nach Columbia führt über die Wiedergeburt in den süßen Wassern der Taufe. Willst du geläutert werden, Bruder? Hey, ich will einfach nur hier durch. Komm, Bruder. Tatsächlich muss ich anscheinend durchgehen. Ihr seht alle gleich aus. Ihr seht alle aus wie der Schauspieler. Ihr seid komisch. Lass dich taufen, um die Stadt betreten zu... Wow, okay. Dieser Pfad der Vergebung ist der einzige Weg in die Stadt. Okay. Okay. Entweder das oder umkehren und wieder in die Rakete steigen. Ich bring's hinter mich. Komm! Hey! Ich taufe dich im Namen des Propheten, im Namen der Gründer und im Namen unseres Herrn. Ich weiß nicht, Brüder und Schwestern, aber gereinigt sieht er noch nicht aus. Wer ist da? Wer ist da? Bringen Sie uns die Kleine und tilgen Sie die Schuld. Was wollen Sie? Wir hatten eine Abmachung. Öffnen Sie diese Tür. Sofort. Ich hab doch gesagt, ich mach das nicht. Gehen Sie weg. Mr. DeWitt! Mr. DeWitt! Okay, wir scheinen sowas wie eine Art Flashback zu haben. Auf jeden Fall möchte da jemand etwas von uns. Dieser Idiot von Priester sollte sich mal den Unterschied zwischen Taufen und Ertränken klar machen. Ich muss mir einen markanten Punkt suchen und rausfinden, wo ich bin. Finde die Columbia-Statue. So, meine Lieben, aber das war's jetzt auch für den ersten Part Bioshock Infinite. Und ja, wir sehen uns in einer neuen Folge. Ich bin ja schon sehr begeistert vom Start in das Let's Play. Tatsächlich hat mir das sehr, sehr gut gefallen. Und ja, wir sehen uns also in einer neuen Folge morgen wahrscheinlich direkt wieder. Ich würde mich über eure Kommentare auf jeden Fall freuen. Deswegen, ja, schreibt fleißig Kommentare. Ich würde mich auch über eine Bewertung des Let's Plays freuen. Und ich verabschiede mich jetzt in den Abend. Wir sehen uns in einer neuen Folge. Mach's gut. Ciao.